Thorsten Schick, Tag 6 im Trainingslager, gerade die Vormittagseinheit absolviert. Wie fühlst du dich? Wie war die Einheit? Ja, die Einheit war sehr gut. Wir haben heute viel Wert auf Schnelligkeit, auf Spritzigkeit gelegt. Wir haben den gestrigen Nachmittag zur Regeneration genutzt, dass wir heute eben am Vormittag sehr gut arbeiten können. Und ja, das haben wir jetzt gerade hinter uns gebracht. Morgen steht das nächste Testspiel an gegen den FC Vaduz. Hat der Trainer schon irgendwas gesagt, auf was er da Wert legt? Na, speziell jetzt auf Vaduz noch nicht. Er hat nur gesagt, dass er gerne jedes Vorbereitungsspiel gewinnen möchte. Und ich schätze mal, dass wir morgen in das Spiel gehen, um das Spiel zu gewinnen. Wie beurteilst du die Mannschaftsleistung? Wie weit ist man schon in der Vorbereitung? Ja, das ist jetzt, glaube ich, noch schwer zu sagen. Also wir probieren noch sehr viel herum in der Formation und in der Aufstellung, aber man merkt schon langsam, dass die Rädchen wieder zum Trainern fangen und unsere Leistungen sind, glaube ich, durchwegs bis jetzt positiv. Wir haben zum Glück nur einige Wochen bis zum ersten Meisterschaftsspiel und auf dem Tag müssen wir dann punktgenau 100% vorbereitet sein. Jetzt ist es so, das Ziel ist gesteckt, aber ist es so, dass man trotzdem immer mehr als 100% geben muss? Ja, ich glaube schon. Also wir haben intern ganz klar ein Ziel, dass wir nächstes Jahr Europacup spielen wollen. Und wenn wir nächstes Jahr europäisch spielen wollen, dann müssen wir einfach auch jedes Spiel zu 100% unsere Leistung bringen. Und hoffentlich schaffen wir das über die Rückrunde.